Hallo, da bin ich wieder. So, ich habe jetzt noch mal kurz gescoutet. Und ich sehe, dass ich jetzt zwei Möglichkeiten habe. Entweder ich lade meinen zweiten Spielstand und was wäre der hier? Und spiel die, man sieht den Unterschied. Letzten ja, 14 Stunden nochmal. Oder ich sag, pfeif drauf. Es gibt noch eine Möglichkeit, die Neo Bar, Zero Bahamut Substanz zu bekommen. Und zwar Ausgrabung im Dorf, im Bone Village. Ab CD3. Und ich glaube, das mache ich. Das wird zwar auch lange dauern, weil die Chance, den zu bekommen, ist gering, aber vorhanden. Und im Zweifel geht es schneller als nochmal 14 fucking Stunden. Was lernen wir daraus? Multiple Speicherstände. Oder wenn einem etwas komisch vorkommt, wie dass man zum Beispiel eine Substanz nicht bekommt, gleich neu laden. Ich meine, prinzipiell lässt sich das Spiel auch ohne die Bahamut-Substanz regeln. Aber eigentlich würde ich Instant Garm behalten. Vielleicht klug wäre. Ja, passt so. Also zuallererst mal fliege ich jetzt nach Midel oder was davon übrig ist in dem Item Shop. Jetzt ist alles weg. Da. Warte, was? Mein, aber. Aber.
kann ich doch keine Ether kaufen. Hat keine Ether mehr. No. Okay. Das wollte ich nur wissen. Bleibt jetzt nicht mehr viel zu tun, außer Nordkrater. Ja, es bleibt doch jede Menge zu tun, aber die Story demandet es und ab CD3 kann ich erst noch das andere Zeug holen. So. Sephiroths Energiebarriere ist zusammengebrochen. Sid, kann das Luftschiff reinkommen? Er ist mein Pilot, oder? Natürlich kann er überall hingehen. Stimmt, tut mir leid. Hey, okay, Sid, was jetzt? Moment mal. Scarlett, Heidecker, was ist los? Seltsam. Ich kann den Präsidenten nicht erreichen. Nicht zum Präsident, zur Sister Ray. Huch, was ist los, Reef? Du redest so komisch. Das ist alles unwichtig. Der Ausstoß der Reaktoren nimmt ganz von alleine zu. Moment mal, das wäre unklug. Es muss 3 Stunden abkühlen, oder es geht nicht. Das geht nicht. Er lässt sich nicht bedienen. Die Maschine ist auf Großrechnerbetrieb umgestellt. Wir können das nicht bedienen. Was ist mit dem Großrechner? Wer? Hey, ruf den Großrechner an. Wie? Warum erteilst du Befehle? Ist mir egal, wie ihr es anstellt. Warte nur, Sephiroth. Ich werde dir mehr Mako geben, als dir lieb ist. Hojo, halt die Kanone. Nein, Midgar ist in Gefahr. Ein oder zwei Midgar ist ein lächerlicher Preis. Hojo, Hojo. Zeig's mir, Sephiroth. Er ist nah. Überschreite die Grenze des Wissens. In meiner Gegenwart ist die Wissenschaft machtlos. Ich gebe nach, wenn auch nur ungern. Lass es mich nur sehen. Hey, Thomas, du große Katze. Tippel, tippel, tippel. Ihr senkt nie. Heuer macht das alleine. Wir winken. Heuer macht das alleine. Hä? Das gefällt mir nicht. Du bist verhaftet, Reef. Jetzt ist es zu spät, um es noch zu verbergen. Du bist nicht verhaftet. Gotcha. Könnt ihr den Makroreaktor nicht stoppen? Ja. Wir können es nicht stoppen. Du bist von Shinra, oder? Warum ist das unmöglich? Wir haben einen langen Weg hinter uns. Also, versuch jetzt nicht, uns reinzulegen. Ich kann dich nicht zwingen, mir zu vertrauen. Verdammter Narr! Verstehst du denn gar nichts von dem, was ich sage? Shinra ist mir scheißegal. Wenn du ein Mann bist, nein, wenn du ein Mensch bist, rettest du den Planeten. Liegt dir denn überhaupt nichts dran? Jemals, wenn wir den Reaktor abschalten, bricht die Hölle los. Warum? Kannst du nicht einfach das Ventil schließen? Ja, es ist einfach, die Ventile des Reaktors zu schließen. Aber unter dem Reaktor sind Schächte, damit die Energie entweichen kann. Wenn sie erst einmal offen ist, ist es unmöglich, sie zu schließen, ohne dass alles in die Luft fliegt. Wir können nicht versuchen, das Aufstauen der Energie zu verhindern.
Eine Explosion. Diese Explosion war viel stärker als die Explosion von Reaktor 1. Verdammt. Vergiss es, die Kanone. Wir müssen nach Midgard. Das ist jetzt das Wichtigste. Ich muss zuerst Hojot stoppen. Sieht aus, als wären Cloud und die anderen auf dem Weg. Kommt mir nicht in die Quere. Sei nicht albern. Seit wann erteilst du hier die Befehle? Die Friedenstruppe wird alles tun, um den Feind zu schlagen. Und denen. Das ist privat. Der Präsident ist tot. Hier redet keiner mehr rein. Heidegger, ich werde die neue Waffe einsetzen. Hey, warte. Cloud, alle, es tut mir leid, aber... Aber du wirst kommen, oder? Ich weiß. Hey, ich übergebe euch das Schiff. Ich gehe nach Midgard. Wir haben Midgard erreicht. Selbst wenn wir es dahin schaffen. Midgard steht unter Kriegsrecht. Wir schaffen es nie, in die Slums zu schleichen. Sieht so aus, als wären alle Verbindungen zu den Slums abgeschnitten. Hey, wozu haben wir wohl die Highwind? Wo sind wir jetzt? Wo sind wir? Eigentlich zu Land, dann durch die Luft. Okay. Wir springen mit Fallschirmen über Midgard. Ja. Also los. Heidegger ist hinter euch allen her. Du musst es draußen gefährlich. Lass uns in den Untergrund gehen. Käthe? Sprich wieder mit deiner alten Stimme. Jetzt rein. Bitte. Geh schnell zur Marco-Kanone. Und ja, ich spreche wieder mit der alten Stimme. Nur für euch. That's beautiful.